Hallo liebe Fivers-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fivers TV. Wie ihr wisst, war ich die letzten zwei Wochen ein bisschen außer Gefecht, war eine Woche im Spital wegen meinem Kieferbruch, bin jetzt aber Gott sei Dank wieder am Weg der Besserung und dabei möchte ich mich bei den ganzen Anteilnahmen und Genesungswünschen auf Facebook und auch per SMS und so weiter bedanken. Hat mich echt extrem aufgebaut und mir geholfen, schnell wieder aus dem Krankenhausalltag zu entfliehen. Und ich bin jetzt hier zu Gast bei unserem Osteopathen und Therapeuten Gary Kretzel beim Team GSB. Und da werden wir euch jetzt mal zeigen, wie uns der, nicht nur mir mit meinem Kieferbruch, sondern auch uns anderen Spielern helfen kann, dass wir schnell wieder fit sind, wenn wir kleine Verletzungen haben. Kommt's mit! Weiße Tauben auf unserem Dach. Drei weiße Tauben. Also wir sind jetzt gerade in den heilenden Hallen vom Team GSB und wie ihr seht, ist der Herbert schon mitten in seiner Behandlung. Das ist der Gerald Kretzel, Physiotherapeut und Osteopath von uns. Und dann die erste Frage natürlich gleich mal an dich, Gary, was machst du da jetzt eigentlich? Also was hilft das dem Gary? Ja, jetzt versuche ich mal Spannung in den Bereich von seiner Kranblase rauszuholen, damit seine Verdauung besser funktioniert. Aber eigentlich ist er da wegen seinem Kieferbruch und da versuche ich in erster Linie die Spannungen rund um das Gewebe, das im Kieferbereich ist, rauszuholen, weil durch die Verletzung schon sehr viel Stress auf das Gewebe darunter gekommen ist. Und je besser die Entspannung ist in dem Bereich, desto besser die Durchblutung und desto schneller kann die Wunde wieder heilen. Wie wird man Osteopath? Was braucht man für eine Ausbildung? Wie kommt man dazu? Also ich habe zuerst einmal die Physiotherapie-Ausbildung gemacht, die dauert 3 Jahre. Und das ist eine Grundvoraussetzung, dass man Osteopath werden kann und darf. Und danach habe ich eine 6-jährige Osteopathie-Ausbildung gemacht, die berufsbegleitend war und dann noch einige andere Ausbildungen. Ja. Also schon ein ganz schönes Stück harte Arbeit, kann man sagen. Aber du bist ja nicht der einzige Therapeut beim Team GSB. Ihr bietet ja mehrere Sachen an. Also was gibt es denn alles bei euch? Naja, wir sind insgesamt 10 Personen und davon sind viele Physiotherapeuten, Osteopathen, Osteopathenausbildung, dann haben wir Ernährungsberatung, Massage und was auch eine sehr gute Sache ist, so Podologen. Das ist eine Einlagentechnik, bei der man halt versucht, aktiv was am Fuß zu verändern und nicht den Fuß einfach passiv zu unterstützen. Also habt ihr eigentlich ein Komplettpaket an Therapeuten da? Ziemlich cool, würde ich sagen, ne? Was sind so eure Patienten? Also habt ihr eine bestimmte Altersgruppe oder ich weiß nicht? Ja, prinzipiell kommen eigentlich Patienten von kleinen Babys bis Spitzensportlern, bis Pensionisten, bis ins hohe Alter. Und weil wir mit diesen sanften und feinen Techniken, die wir da haben, eigentlich an fast allen Schmerzsymptomatiken arbeiten können. Es geht los von Kopfschmerzen, Schreibabys, Magenbeschwerden, bis Ischias, Ausstrahlungen oder Migräne. Keine Ahnung, also gibt es viele Möglichkeiten, irgendwo zu helfen und zu unterstützen. Trotz der vielen Arbeit findest du ja trotzdem noch Zeit, bei uns in der ersten Mannschaft das Osteopath immer auch noch zu arbeiten. Aber das ist ja nicht deine einzige Arbeit im Verein, du bist ja auch noch auf andere Art und Weise mit dem Fivers verbunden, könnte man sagen. Ja, das stimmt. Ich bin auch noch Trainer von der U17 und meine beiden Jungs sind auch für den Fivers und ich bin schon seit einigen Jahren im Sinne Teil von der Übung, was mir sehr viel Spaß macht. Ja, also wie du weißt, gibt es ja auch dieses Projekt jetzt bei uns da im Verein, die Next Golden Generation, wo Fans und Eltern die Jugendarbeit unterstützen können, indem sie einen oder Partner Meter oder auch mehr von unserem Angeboten quasi bei einer Saison mieten. Was hältst du davon? Ja, das ist mir eine sehr, sehr gute Idee und eine tolle Sache. Weil natürlich auch ein bisschen Geld gebraucht wird, um die ganzen Hallen zu mieten und das Ganze zu organisieren und den Jungs
na gut, ich würde sagen, dann lassen wir in Gerde einfach einmal weiterarbeiten. Und das war's von meiner Seite. Ja. Also ich hoffe, dass ich mit der Hilfe von Gary bald wieder fit bin. Und wenn ihr mal Schmerzen habt, kann ich das Team GSB natürlich nur weiterempfehlen. Dazu seht ihr jetzt unten eingeblendet ein paar nähere Infos und die Internetseite. Und wie vorher angesprochen, zu unserer Next Golden Generation findet ihr nähere Infos in unserem neuen Timeout auf Seite. Weiß ich nicht, aber wenn es euch interessiert, schaut's rein. Ciao.